Wenn es euch interessiert, wie ihr am schnellsten und am einfachsten in der Hängematte schlafen könnt, schaut es euch einfach an. Das Erste, was ihr natürlich braucht, sind erstmal Bäume, wo ihr das Ganze dann aufspannen könnt. Ihr seht jetzt hier, wo ich jetzt zum Beispiel gerade stehe, es ist alles ziemlich zugewachsen. Ihr habt hier nirgendwo groß Platz zwischen den Bäumen. Es ist ziemlich schwer hier, wenn nicht sogar unmöglich, ja unmöglich nicht. Man könnte zwischen zwei kleinen Bäumen wie diesem und diesen ganz tiefen Hängematte aufspannen. Ich möchte euch aber zeigen, wie es wirklich einfach geht, ohne dass man auf dem Boden hängt und ohne dass man die Nacht schlecht verschläft oder nachts auf dem Boden wach wird. So, anstellen wir diesen, sieht das schon deutlich besser aus. Ihr seht jetzt hier, gibt es relativ freie Flächen mit weit auseinanderstehenden Bäumen. Und das ist auch schon eigentlich der Hauptpunkt, den man für eine Hängematte braucht. Wenn ihr so eine Stelle gefunden habt, habt ihr eigentlich schon den Großteil der Arbeit erledigt. Und alles andere geht jetzt innerhalb von Minuten und ihr könnt euch eigentlich schon zum Schlafen hinlegen. So, was braucht ihr noch? Einmal die Hängematte an sich. Ich habe hier eine ganz einfache, ungefähr 20 Euro. Dann nutze ich ganz gerne fertige Bänder. Das zeige ich euch aber gleich noch. Ihr seht es hier mit Schlaufen bereits, das heißt keine Seile. Und natürlich ein Schlafsack. Das hier ist jetzt ein leichter Sommerschlafsack. Einfach aus dem Grund, wenn ihr in der Hängematte liegt, pfeift der Wind runterher und es wird kalt, auch wenn ihr nachts im Sommer bei 15, 20 Grad drin liegt. Deswegen habe ich immer einen leichten Sommerschlafsack bei. Alles in Summe liegt so ungefähr bei ja, 50, 60 Euro. Viel mehr muss es auch nicht sein, das reicht vollkommen. Da muss es kein Hoch, also hochqualitativ schon, aber nichts extrem Teures aus dem Autoladen oder sowas sein. Da reicht der Standardversandhandel, wie ihn mittlerweile jeder kennt. So, ich habe natürlich mal wieder mein Stativ vergessen, deswegen hänge ich euch da jetzt einfach mal in den Baum und zeige euch jetzt, wie das Ganze funktioniert. Als erstes nehme ich diese Schnüre. Das sind zwei Stück, ihr seht es hier. Die kann man ganz einfach auseinanderrollen oder wenn es schneller gehen soll, einfach auseinanderwerfen. Dann habt ihr auf der einen Seite eine Schlaufe. Dann eine Zeit lang nichts und dann seht ihr hier aufgesetzt immer wieder verschiedene Schlaufen und das bis zum Ende hin. Ihr wickelt das Ganze einfach mit dem Ende, wo nichts ist, um den Baum und zieht dann das vordere Ende durch die Schlaufe am Ende und fertig ist es. Ich zeige es euch an dem Baum da hinten. Ihr seht, das war super einfach, super schnell. Das gleiche ist an diesem Baum. Und das war es schon. Der Vorteil an den Bändern ist, durch diesen breiten Riemen, den ihr habt, der ist gute zwei Finger breit. Habt ihr keine Beschädigung am Baum? Wenn ihr dünne Schnüre nehmt, kann es sein, dass es am Baum scheuert. Das hatte ich mit diesem Riemen noch nie. Ja, es geht vielleicht ein bisschen Moos ab, aber das war es auch. Das heißt, ihr schützt die Bäume und ihr habt eine große Auflagefläche, wo ihr daran hängt. So, als nächstes beide Bänder hängen. Also einmal hier, ihr seht hier die Schlaufen am Ende. Das Seil hängt auch. Als nächstes brauchen wir nur noch unsere Hängematte. Das ist relativ gut gepackt. Der Packsack hier dran ist direkt mit dem Beutel vernäht. Und ihr seht, wenn man es vernünftig einpackt, hat man direkt als erstes den Karabiner dabei. Den nehmt ihr einfach und der hat hier so einen Clip. Ich clip ihn, wenn ich noch nicht ganz genau weiß, wie weit ich auseinander bin, eigentlich immer erst in den letzten Haken. So. Und dann braucht ihr mit dem Ganzen einfach nur weggehen. Dann kommt die komplette Hängematte raus. Bis zu diesem Haken. Fertig ist es. So, die Hängematte hängt. Das Ganze wird sich noch ein bisschen dehnen und setzen, wenn man sich jetzt drauflegt, wenn man sich reinlegt. Dann werden sich die ganzen Bänder natürlich noch ein Stückchen dehnen, das ist normal. Als nächstes kommt also der Schlafsack. Da, glaube ich, kennt jeder,
wie das Ganze funktioniert. Kompressionsriemen auf, einfach damit es im Rucksack nicht so viel Platz braucht. Dann die Packhülle auf und da bekommt ihr schon einen Schlafsack. Das Wichtige ist, wenn ihr so einen Schlafsack nutzt, der muss, wenn er aus der Hülle kommt, eine halbe Stunde, Stunde im besten Fall atmen, wie ein guter Wein eigentlich. Ihr habt hier eine Hohlfaser drin, die isoliert durch Lufteinschlüsse. Wenn ihr das Ganze jetzt natürlich zusammenquetscht, drückt ihr natürlich auch die Luft aus diesen Kammern raus, also nicht die Kammern, aber zwischen diesen Hohlfasern weg. Das heißt, wenn ihr das Ganze rausnehmt, lasst die Hohlfaser ein bisschen aufquellen, damit sie wieder top Isolierleistung haben und dann schlaft ihr auch ruhig und gut. Das legt ihr jetzt einfach nur noch in die Hängematte und dann könnt ihr drin schlafen. So, wie hoch soll die Hängematte hängen? Ich persönlich habe es lieber, ihr seht, ein Stückchen höher, das heißt, ihr seid weiter vom Boden weg. Der Boden strahlt Kälte ab, der Boden strahlt Feuchtigkeit ab, gerade wenn es taut oder auch im Winter. Im Winter braucht ihr ein bisschen mehr Isolierung als ein Schlafsack drin. Wenn ihr jetzt das ganze Stückchen höher nehmt, kommt ihr weiter vom Boden weg. Wenn Wildschweine da sein sollten, seid ihr weiter von den Wildschweinen weg. Ihr habt nicht diese Kälte vom Boden. Der Wind zieht so oder so drunter her, egal ob ihr auf 50 cm hängt oder auf 1 Meter hängt. Das macht keinen Unterschied, meiner Meinung nach. Es gibt Leute, die sagen, wenn er höher hängt, ist es ein bisschen kälter am Rücken. Okay, weiter unten ist es halt ein bisschen wärmer. Ich glaube, das hängt bei jedem drauf an und von jedem ab, sag ich mal, wie er es empfindet, was er für angenehmer empfindet. Das war es eigentlich schon. Wenn ihr wollt, könnt ihr vom Kopfkissen beinehmen, Schuhe vorher aus und dann ab in die Hängematte. So, also was ist eigentlich der Vorteil von so einer Hängematte überhaupt? Ihr seht, ich bin jetzt ein bisschen vom Boden weg. Ich liege sehr schnell, sehr bequem. Ja, also durch diese Hängematte habt ihr eine sehr bequeme Liegefläche. Problem, wenn ihr Bauchschläfer seid, dann ist das Ganze nicht so optimal. Wenn ihr Bauchschläfer seid, hängt ihr natürlich, die Hängematte hängt ja wie so eine Banane im Raum. Wenn ihr Bauchschläfer seid, hängt ihr dementsprechend mit durch. Ja, als Rückenschläfer kein Ding, als Seitenschläfer geht das Ganze auch. Ich habe auch Bauchschläfer schon gehabt, die das gemacht haben. Das geht, wenn man das Ganze ein bisschen strammer spannt. Dafür müsstet ihr einfach, ihr seht es hier, ja, da. Das Ganze hängt noch in der letzten Schlaufe. Ihr könntet das Ganze natürlich jetzt auch dementsprechend noch in die Schlaufen weiter hochspannen. Dadurch kommt die Hängematte, wenn ihr es auf der gleichen Höhe belasst, die Ausgangspunkt höher, aber auch die Spannung verändert sich und ihr hängt nicht so stark durch. Das ist Geschmackssache, das muss jeder für sich selber wissen und ausprobieren, wie es ihm am besten passt. Ich finde, das geht super schnell, wenn ihr jetzt anfangt mit einem Zelt. Seid ihr natürlich klar, vor Regen geschützt, vor Wind geschützt, das habt ihr hier in der Hängematte nicht so stark, aber es dauert auch deutlich länger. Ein Tarp braucht ihr mehrere Abspannpunkte. Ihr habt die beiden Abspannpunkte, die ihr hier habt, plus das, was auf den Boden kommt. Ja. Ihr seht es, wenn ich jetzt mal so ein bisschen runterschwenke, ihr seht hier dieses ganze Zeug auf dem Boden, ja, das müsstet ihr alles wegmachen, wenn ihr auf dem Boden schlafen wollen würdet. Es ist bequem in der Hängematte zu schlafen, wenn es regnet. Natürlich müsst ihr einen Tarp drüber spannen, damit seid ihr zeitlich wieder ein bisschen langsamer, aber ihr habt den Vorteil, dass ihr diesen ganzen Boden nicht freiräumen müsst. Ich entscheide eigentlich immer spontan, was ich tue. Ich schlafe
in beiden sehr gerne, also sowohl auf der Erde als auch in der Hängematte. Ich entscheide mich eigentlich immer danach, worauf ich mehr Lust habe und wo ich wahrscheinlich schlafen werde. Wenn ihr wisst, ihr kommt in ein Gebiet, wo ihr wenig Bäume habt, wo ihr wenig stabile Bäume habt, oder viele Bäume habt, die aber zu dicht beieinander stehen, ist natürlich ein Zelt oder das Schlafen auf dem Boden die sichere Variante. Da könnt ihr eure Isomatte zur Not hinschmeißen und könnt schlafen. Hier ist es halt abhängig immer von dem richtigen Abstand der Bäume, dass ihr welche findet und euch eure Hängematte dranhängen könnt. Was ich an der Hängematte wirklich gerne habe, ist dieser Blick Richtung Himmel. Ihr habt es gerade schon gesehen, nach oben hin. Ihr habt wunderschönen Blick nach oben. Habt ihr auch, wenn ihr auf Erde schlaft, klar. Aber ich persönlich habe halt immer ganz gerne, wenn ich auf Erde schlafe, ein Zelt um mich drum. Ist eine Gewohnheitssache, ist eine Angewohnheitssache. Ich habe es ganz gerne. So, mit der Hängematte schlafe ich gerne über unter offenem Himmel. Dazu natürlich, ihr seht jetzt gerade schon, die Abendsonne kommt rum. Habt ihr am Boden auch, aber auch da wieder, wenn ihr mit Zelt schlaft oder einen Tarp aufspannt, nicht so wie in der Hängematte. Ja, und was ich gerade schon erwähnt habe, ihr kommt vom Boden weg, ihr habt unter euch viel Platz, je nachdem, wie hoch ihr das Tarp spannt. Ihr könnt es natürlich auch an einem zweiten Baum machen, dass ihr noch höher kommt. Also, wenn hier neben mir ein dritter Baum stände, könntet ihr da hochklettern und dann in der Hängematte steigen. Das würde natürlich auch alles gehen. Dementsprechend würdet ihr sehr, sehr weit vom Boden wegkommen und hättet da keine Probleme mit irgendwelchen Tieren, die dort über den Waldboden laufen. Ja, weg von Käfern, weg von Würmern, Erde. Es gibt Leute, die mögen das nicht. Ist auch vollkommen legitim. Deswegen Hängematte auf jeden Fall auch eine Variante. Das Ganze gibt es dann auch mit einem Fliegengitter oder Fliegennetz drüber. Das wird dann über eine, ja, über ein Seil, was im Prinzip oben drüber läuft, gehalten, dass das Ganze nicht zusammenfällt, dass ihr unter diesem Fliegengitter liegen könnt, ohne die ganze Zeit das Fliegengitter im Gesicht liegen zu haben. Ja, ihr habt es gerade gesehen, hinter mir, 20, ja, 30 Meter hinter mir, zwei Spaziergänger mit Hund, die hier übers Feld gekommen. Auch hier in so einer Hängematte ist man relativ unentdeckt dabei. Obwohl die hier diese goldenen, ihr seht es jetzt so schön in der Sonne, diese goldenen Streifen hat, entdecken sie ja nicht wirklich. Die meisten Leute gucken halt wirklich nicht so genau in den Wald und sehen einen da auch nicht. So wie ich es jetzt mache, kann man auch übrigens sehr, sehr gut in der Hängematte sitzen. Das heißt einfach quer sich reinsetzen. Also wenn ihr aufstehen wollen würdet, dann hier das Ganze bis unter die Knie ziehen und dann als Rückenlehne die andere Seite. Und damit könnt ihr dann wirklich sehr, sehr gut auch einen Abend sitzen und euch die Aussicht genießen, beziehungsweise euch entspannen, wenn ihr ein Buch bei habt, noch ein Buch lesen oder was auch immer ihr tun wollt. Ja, wenn ihr wieder aus der Hängematte raus wollt, eigentlich relativ einfach. Ihr schlagt einfach die Beine so über diese Kante. Ja, ihr seht, ihr kippt da auch nicht um oder sowas. Ob ihr den Schlafsack drunter legt oder ob ihr euch reinlegt, ist euch vollkommen selbst überlassen. Und dann dreht ihr euch einfach über diese Kante hinweg und dann am besten die Schuhe immer griffparat haben, dass ihr da direkt reinschlüpfen könnt. Und dann mit den Füßen in die Schuhe und das war's schon. So, hier seht ihr noch einmal die Hängematte, wie es aufgebaut ist. Natürlich könntet ihr jetzt hier noch ein bisschen spannen, das Ganze, indem ihr hier einfach in weitere Netze geht. Also wenn ihr das hier rausnehmen würdet und einfach ein, zwei oder drei weiter hochsetzen würdet, hättet ihr natürlich eine deutlich stärkere Spannung da drin. Ja, dann Abbau natürlich in umgekehrter Reihenfolge, wenn es regnen sollte oder wenn Regen angesagt sein sollte. Nehmt euch einen Tarp mit. So ein Tarp kostet auch, je nachdem, was für ein Tarp ihr nehmt, zwischen ja, 15 und natürlich nach oben hin kaum Grenzen, 60, 70, 100 Euro. Es reicht auf jeden Fall für einen anfangenden Tarp mit
20, 25 Euro, diese 15 Euro Tabs, die reißen relativ schnell. Und ja, eure Schuhe, wenn ihr sie unten drunter legt, ja, bleiben dann auch trocken, wenn ihr das Tarp drüber habt. Und das war es eigentlich schon. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt es in die Kommentare. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert. Viel Spaß draußen.